Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, und was soll ich sagen? Er ist wieder da. Ne? Die Golf 7 GTI. Wir hatten das Ding mal hier zum Technikcheck bei 350.000, glaube ich, waren es. Mittlerweile steht er bei 366.000. Ne? Ist doch erstmal schon mal nicht schlecht. Und zu diesem Video kamen unheimlich viele Kommentare. Mal gucken, vielleicht gehe ich am Ende darauf nochmal ein, je nachdem, wie lang das Video wird. Und derjenige ist hin und wieder dann auch mal beim Livestream dabei, so nach dem Motto. Und ich wurde mal danach gefragt, ob der Golf nochmal wiederkommt. Da habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Es kann ja sein, dass wenn der mal zum Zündkerzenwechsel kommt, dass wir dann mal reinschauen werden in die Brennräume. Und ich habe aber gesagt, hey, der macht auch ein paar Kleinigkeiten selber, deswegen kann ich euch das nicht sagen. Ja, das Problem ist, er hat es gehört und hat gesagt, hey, guck doch mal rein. Na, und ich habe gesagt, das machen wir. Das heißt, Zündkerzen raus beim 2 Liter Turbo FSI. Machen wir jetzt gleich ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil das haben wir ja schon bei Sohnemanns Auto gemacht. Das Video verlinke ich euch. Das war die Endoskopie bei 36.000. Also ihr könnt eigentlich sagen, dass Sohnemanns Auto jetzt mittlerweile hat er auch 37.000 gelaufen, aber 36.000 versus 366.000. Ja, ist schon Brett, ne? Ist schon Brett. Das, was wir natürlich machen, wie gesagt, Kerzen raus. Und das, was ich allerdings gesehen habe, innen hat er den Service auf 10.000, glaube ich, stehen, wenn ich das richtig in der habe. Und nächster Service ist irgendwie bei 4000 Kilometern. Das heißt, er ist um die 6000 gefahren. Und wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen, zeige ich euch, mal eben den Ölmessstab rausziehen, steht er also glatt bei Minimum. Wenn er also alle 10.000 Ölwechsel macht und er muss jetzt in 4000, keine Ahnung, wieder hin, ist er 6000 gefahren und er steht nach 6000 bei Minimum. Ist das viel? Ja, ich sag mal, da war, oder? Ich sag mal, bei dem Kilometerstand, da war es. Ja, ansonsten, die ganze Zeit lief das Auto. Wir haben zwar nur so ein bisschen geschrieben, aber da gab es noch mal so ein bisschen Probleme mit der Bremse, aber da komme ich vielleicht noch mal in einem separaten Video zu. Ne? Ansonsten lief der Stuhl hier einwandfrei und ich würde sagen, wir schauen rein. Das heißt, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir reißen eben schnell die Kerzen raus und werden dann mal Kompression prüfen. Wir werden das sogar jetzt sogar zweimal machen. Hier ist der Motor jetzt. Ah, ich werde mal Kühltemperatur messen, weil ich habe das Problem, wenn der Motor komplett warm ist, dann beschlägt hin und wieder mal die Linse des Endoskops. Und da habe ich natürlich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Ich weiß nicht, wie lange die Kamera das bei hohen Brennraumtemperaturen so mitmacht. Ne? Und ja, was soll ich euch sagen? Ich finde das Ding schon ziemlich geil. Und ich möchte es natürlich auch weiter benutzen für euch. Und das ist ja auch nicht ganz günstig. Gut, ich stelle euch jetzt um. Das heißt, rucki-zucki Kerzen raus. In der Hoffnung, es klappt alles so, wie wir uns das vorstellen. Das war ja so ein bisschen mit den Strippen und mit den Kabeln nicht ganz so easy. Aber ich denke mir, wir kriegen das hin. Los geht's. Hier dreht sich schon das Gewinde mit. Hier ist schon mal. Ach, hier dreht. Ist alles lose. Hallo. Was ist denn hier? Guck mal hier. Die sind alle komplett lose. Ach, jetzt ist hier das Masterband auch noch abgegangen. Na gut, damit habe ich jetzt mal nicht gerechnet. Ich dachte, da dreht sich auch alles mit. Das heißt, da hat einer die unteren Schrauben zu fest angezogen. Ja, so schnell macht ihr praktisch die Masseverbindung kaputt. Aber gut, hier ist sie jetzt ab. Hier werden wir jetzt ganz einfach mal schauen. Ja, der hat natürlich jetzt auch schon ein paar Zündkerzen bekommen. Und dann gehen solche Strippen hin und wieder auch mal kaputt. Ja, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht. Aber hier seht ihr auch, ja, das dreht sich hier unten mit. Eieieiei. Ja, der ist zu breit. Doch, der geht los. Ja, da hat also praktisch oben einer die Schrauben zu fest angezogen und unten die nicht. Das ist nicht so geil. Ich dachte jetzt eben, das würde jetzt ein bisschen besser gehen. Ja, so, das und das und das geht auch los. Das sind dann oftmals die Dinge, die aufhalten, aber das kriegen wir schon hin. Auch hier, ne? Hier, es kommt, ist komplett lose. Natürlich nicht so schön, aber mit einem flachen Zehner kommt er da dazwischen. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir da keine weiteren Probleme mehr haben werden. Und ja, schmeißen jetzt praktisch die Sache raus.
Da müssen wir aufpassen, ist das Gewinde schon so ein bisschen eingearbeitet. Ja, wer weiß, wie oft da die Zündkerzen schon neu gekommen sind. So, das haben wir. Na komm schon. So. Das ist Nummer 3. So, das ist, sieht gut aus. Keine Ventildeckeldichtung undicht. Das ist Nummer 4. Sieht auch gut aus. Scheinen auch immer noch die ersten zu sein, beziehungsweise von VW welche drin sein, Originale. So. Und das ist Nummer 2. Einmal. Ah. Schon. Eieiei. Ja, so Leute, ich bin jetzt gerade dabei, die Kerzen rauszudrehen. Geht soweit ganz gut. Das, was mir nicht gefällt, sind dann immer hier so solche Sachen hier. Ne? Seht ihr das? Zeige ich euch gleich. Und eine Zündkerze war auch nicht fest. Also eigentlich waren sie alle nicht richtig fest. Nicht, dass sie natürlich dann auch nicht richtig abdichten und du dann Leistungsverlust hast. Ne? Warum sind die so weiß? Ja, gut, aber es ist okay. Ne? Die Motoren laufen mittlerweile sehr, sehr mager. Also am zweiten Zylinder sind leider war nicht fest. Aber okay. Wir schauen mal. Und das, was immer noch kam, war, ob der eine Doppeleinspritzung hat. Hat er nicht. Also Elektrodenabstand würde ich jetzt erstmal als okay sehen. Ne, die Frage ist, mir gefällt das hier einfach immer nicht, hier so hier drum. So, legen wir los. Ja, das Ding ist jetzt nicht geeicht. Ja, das sage ich euch von vornherein. Aber tendiert es in die richtige Richtung oder haben wir da irgendwie jetzt einen Schlappen dabei? Ne, wir schauen mal. So, wie sieht es aus? Ihr seht mehr als ich, 15. 15 auf dem ersten Glatt. 15 glatt, ist doch schon mal keine schlechte Sache. Machen wir mal eben schnell Nummer 2. Ne? Der auch. Das kommt mir schon immer so gleichmäßig vor. Ne? Aber ich hatte vor kurzem Motorschaden hier und deswegen weiß ich, dass der immer noch einmal frei funktioniert. Also auch 15 glatt. Können wir erstmal uns nicht beschweren, glaube ich, oder? Wie sieht der aus? Auch sehr geil. Schon nicht schlecht. So, jetzt machen wir noch den letzten. Und 13, ja 14. Ein Bar weniger. Also sonst alle 15 auf dem vierten hat er 14, hat er ein Bar weniger. Mal interessieren. Also ihr seht, da sind ungefähr anderthalb Bar sind weniger. Ist das schlimm? Nein. Ich glaube, die zulässige Toleranz ist irgendwie 3 Bar oder so. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, wir schauen mal, was da so geht. So, das sind die Kerzen. Hier dieser Rand hier drum und so. Na, der eine oder andere sagt, das hat keine Bewandtnis. Der andere sagt wieder, das ist ganz wichtig. Also ganz ehrlich, was willst du daran jetzt sparen? Ne? So, schau mal hier. Ist auch alles so ein bisschen angesägt. Aber Elektrodenabstand ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, mal gucken. Also ich werde jetzt mal überlegen, was wir machen. Die sehen jetzt alle so aus. So, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Kolben stehen. Müssen wir gucken, inwiefern wir den gedreht kriegen. Wenn es jetzt ein Schalter wäre, wäre das Ganze ein bisschen einfacher, um die Kurbelwelle weiter zu drehen, einfach Gang einlegen. Aber gut, wir schauen mal, was so geht. Gut, dann wollen wir mal reinschauen und gucken, ob das Ganze geht hier. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kolben unten steht, aber wir gucken mal. Wir gucken erstmal so rein. Hallo?
So. Ich würde sagen, da ist gar nichts. Ne? So, müssen wir eben schauen hier. Das ist so am Glänzen da drin. Da ist ein kleiner Kaltläufer. Mal eben gucken jetzt hier. So, das sind die Ventile von unten. Also 1 und 4 scheinen jetzt schon mal richtig zu stehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, da sind auch keine Risse. Da ist nichts. Schaut mal da. Da ist nichts. So. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen in die Brennräume zu schauen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die LEDs sind manchmal ein bisschen zu hell. So. So, aber das ist zum Beispiel jetzt hier die Zylinderlaufwand. Da. Da. Seht ihr diese Spur da? Da ist auch nichts. Da ist gar nichts. Ich würde sagen, wenn ich mir das hier so anschaue, mal gucken jetzt zur anderen Seite, das ist manchmal ein bisschen gefriemelt hier. Ja. Aber ihr seht, wie sauber die Brennräume sind, ne? Und nochmal eben gucken jetzt hier nach den Kolben. Na, das ist der Kolben. Das ist doch sauber. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach einen Zylinder weiter. Also da brauche ich auch keine Panik schieben. Nehmen wir mal Zylinder 4, weil der steht jetzt gerade auch genauso wie der andere unten. Ja, guck mal. Ja. Guck mal, wie der aussieht. Ist schon geil, oder? So, gucken wir jetzt noch mal eben jetzt hier von unten. Da. Ventile. Da ist der Injektor. Guckt euch mal die Düse an. Ja. Da ist nichts dran. Da ist nichts dran. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die beiden jetzt hier oben stehen. Aber der hatte ja jetzt auch ein bisschen weniger Kompression als alle anderen. So, gucken wir mal hier. Ja, der steht jetzt hier oben. Ja, ganz ehrlich, ich finde es okay. Also ich hätte sowieso nicht mit so sauberen Kolben gerechnet und unterm Ventil. Ja, das scheint jetzt auch erstmal nicht wirklich viel zu sein. Wenn man jetzt so ein bisschen reinguckt in den Ansaugtrakt, da wird bestimmt Ölkohle liegen. Aber wir machen jetzt erstmal, ich glaube, die neuen Kerzen machen wir rein. Komm, er hat sie angeliefert. Er hat gesagt, Kerr, weißt du was, wenn sie okay sind, lass sie drin. Aber wir geben ihm einfach die alten wieder, dann müssen wir gucken. Ja. Ich würde nämlich jetzt ganz gern eben die Kerzen reinmachen und natürlich auch das Kabel da instand setzen und wirklich schauen, ob das Gewinde von den ganzen Zündspulen noch in Ordnung ist. Ja, wer weiß, wie oft er schon neue Kerzen bekommen hat. Da ist natürlich so ein Gewinde im Alukopf auch irgendwann am Ende. So, wollen wir mal gucken, dass wir die Kerzen auch wieder richtig fest bekommen hier. Nicht, dass nachher, doch was am Gewinde ist. So, vorgezogen, oder das haben wir auch und das haben wir auch. Ja Leute, wie ich es fast befürchtet habe, die wird nicht mehr fest am dritten Zylinder. Ja, ist das Kabel ab. Also, ja, da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen hier. Die, der geht auch nicht mehr fest. Wir müssen hier die Kolbenbinden rein. Aber seht ihr, das sind dann auch diese, also er hat sie gar nicht losgelassen, sondern die haben sich wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise losgerappelt. So, das ist in Ordnung. Ich mache das jetzt nur aus dem Handgelenk. Ne? Ihr seht, also hier aus dem Handgelenk ist fest. So, die will nicht mehr. Die will auch nicht mehr. Und die will noch. Das heißt, das kriegen wir fest. Hier müssen wir gucken. Helikolgebinde habe ich jetzt nicht hier. Ja. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Aber das sind dann einfach die Sachen, ne? Wenn du sowas, keine Ahnung, alle 60.000, dann hätte er jetzt den sechsten Satz Kerzen drin. Und dann hast du hier natürlich eine Schraube, die in so einem
in den Alu-Ventildeckel geht. Naja. So, das werde ich jetzt hier mal flicken. Das werde ich jetzt hier mit so einer Öse machen. Das Ding ist ja zum Glück fest geworden. Ja, er ist wieder zusammen, er läuft wieder. Kabel habe ich also geflickt. Wir werden jetzt also, ich habe jetzt also auch Öl aufgefüllt, dass er jetzt auf Maximum steht. Das Auto bleibt über Nacht hier in der Garage stehen und wir werden morgen mal ein bisschen Kette hören. Ich denke mir mal, vielleicht rasselt da was. Jetzt hört sich erstmal nicht so an. Das, was wir jetzt noch mal eben schauen, das zeige ich euch auch gleich noch mal eben. Und zwar hatten wir ja auf dem vierten Zylinder ein Bar weniger. Ganz ehrlich, wenn das Ding wahrscheinlich jetzt einmal mit Feuer über der Autobahn gefahren wird, dann pendelt sich das auch wieder ein. Ihr habt gesehen, wir waren keine Fressspuren oder sonstige Sachen. Und ihr könnt das auch noch ein bisschen anders prüfen, das zeige ich euch jetzt gleich auch. Deswegen brauchen wir danach jetzt nicht nochmal Kompression prüfen. Wir können das Ding jetzt warmlaufen lassen, dann nehmen wir nochmal die Kerze am vierten Zylinder raus, aber das geht auch anders, zeige ich euch. Ja, das ist jetzt der Leerlauf. Ich glaube, bei 366.000 ist das doch ein ganz guter Leerlauf, oder? Wie gesagt, Öl habe ich aufgefüllt, alles gut soweit. Wenn wir jetzt Probleme mit den Kolbenringen hätten, dann kann man das erkennen, man kann das messen. Und zwar kann man das anhand des Kurbelgehäusedrucks messen, ja, beziehungsweise prüfen. Messen so ohne weiteres nicht, aber prüfen und vergleichen. Und zwar könnt ihr alle Zylinder miteinander vergleichen und könnt dann schauen, ja, ist einer schlechter als der andere. Ja, also ihr könnt das nur miteinander vergleichen. Ihr könnt das jetzt nicht vergleichen mit einem anderen Auto oder so. Das ist immer sehr individuell und dafür geht auch dieses Messverfahren nicht. Zeige ich euch. Die Globalgase, die praktisch jetzt an den Kolben entlang gehen, die können wir hier messen. Das zeige ich euch. Ja, es passiert also nichts anderes. Die Kolben gehen auf und runter und dabei gehen Gase an den Kolbenringen vorbei. So, das messen wir jetzt hiermit. Zack, boom, da unten rein. Wenn wir jetzt einen Zylinder hätten, der vielleicht wirklich eine schlechte Kompression hätte oder einen gebrochenen Kolbenring oder irgendwie was gebrochen beziehungsweise irgendwie so beschädigt ist, dass an der Zylinderlaufwand praktisch die Verbrennungsgase beziehungsweise Kompressionsgase, ja, ihr habt ja zweimal einen Druckaufbau im Zylinder, nämlich einmal, wenn ihr komprimiert und einmal, wenn ihr natürlich dann entsprechend das Gemisch verbrennt, ja, dann habt ihr ja praktisch den Überdruck im Zylinder. Und das ist beides mal so, dass man das praktisch messen kann am Kurbelbetrieb. Und solange wie jetzt diese Ausschläge alle gleich sind, beziehungsweise da nicht einer besonders herausragt, könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass alle Zylinder die gleichen Werte haben. Jetzt ist es nicht so, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, ihr habt jetzt einen bestimmten Millibar-Wert oder einen bestimmten Bar-Wert und dann ist gut, sondern ihr könnt nur schauen, okay, laufen alle vier so, wie sie sollen. Also, ich zeige euch das jetzt mal eben. Wir haben jetzt hier den ersten Zylinder abgenommen und das sind genau die einzelnen Hügel, die der Motor jetzt praktisch macht. Und das sind die einzelnen Blow-By-Gase, das heißt der Druckverlust im Kurbelgehäuse. So, ich habe das jetzt mal angehalten hier und ihr seht eben, dass von hier bis hier sind es 720 Grad Kurbelwellenumdrehung. Ja? Das heißt, das ist jedes Mal der erste Zylinder. Und das sind praktisch jetzt die vier Druckänderungen. Ja? Also hier 1, 2, 3, 4 quasi und hier. Ne? So, und wenn jetzt hier ein Ausreißer wäre, es geht natürlich in Zylinderreihenfolge, das heißt 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 und so weiter. Ne? Und ihr seht eben, wenn wir jetzt wirklich sagen 1, 3, 4, 2, da hat der genauso wie alle anderen, das heißt, wir haben eigentlich keine Probleme mit der Kompression. Das, was euch jetzt da allerdings angezeigt wird, ist ja praktisch eine Spannung und beziehungsweise ein Druck, wenn man das nur nennen möchte. Und ihr könnt jetzt das nicht ungefähr ja, mit anderen Motoren vergleichen, sondern es ist immer Motor individuell. Wäre jetzt, keine Ahnung, Loch im Kolben um jetzt irgendwas oder ein Einlassventil undicht oder ein Auslassventil undicht, dann wäre der Druck nicht gleich. Dann wäre der Druck nicht auf jedem Zylinder gleich. Und solange, wie das jetzt ist, können wir davon ausgehen, dass alle vier Zylinder gleichmäßig komprimieren, gleichmäßig, sofern sie Druckverlust haben, den Druck verlieren, ja, und alle gleichmäßig laufen. Also das ist eine relativ einfache und simple Diagnose, um mal eben schnell zu schauen,
ist die Mechanik halbwegs in Ordnung. Ja, da werden wir noch ein paar andere Sachen mitmachen, aber das geht recht simpel und einfach. Und deswegen ist es jetzt in dem Sinne auch egal, dass wir jetzt am Kompressionsprüfer ein Bar weniger hatten. Ja, vielleicht noch was für die technisch begeisterten Menschen. Das geht natürlich auch mit anderen Eingangsgrößen, zeige ich euch. Ich habe jetzt hier mal ein Stoppbild gemacht. Ne? Wir haben jetzt hier wieder erste Zylinder 720 Grad, 720 Grad, 720 Grad und wir sind nicht am Kurbelgehäuse. Dann haben wir direkt ins Einbaurohr gegangen. Was wir jetzt quasi machen ist, wir messen den Druck, wenn der Motor ansaugt, in dem Augenblick. Das heißt, wir haben wieder unsere Hübe, ja? Er saugt also quasi an und können also praktisch erkennen, welcher Zylinder die wenigste Power hat oder zumindest von denen abweicht. Und da gibt es auch eine schöne Schablone, zeige ich euch. Wie gesagt, das ist jetzt nur zur Vervollständigung, damit ihr eben auch erkennen könnt, dass man auch ohne großes Zerlegen vielleicht im Ganzen so ein bisschen auf die Schliche kommt. Wir hatten ja auf Zylinder 4 ein Bar vielleicht weniger. Ja? Das heißt, woher kommt das? Weil er vielleicht nicht schnell genug ansaugen kann. Gucken wir mal. Also dieses Bild habe ich jetzt hier genommen. Und wenn ich das jetzt hier einfüge, haben wir hier wieder, könnt ihr wahrscheinlich schlecht erkennen, unsere 720 Grad Kurbelwellenumdrehung. Und hier haben wir unsere Zündreihenfolge und hier sehen wir ganz genau, welcher Zylinder gerade was macht. Das heißt, ihr habt oben die farbliche Legende, gelb ist Intake. So, und hier seht ihr, dass wir hier nicht so einen hohen Druckabfall haben. Hier haben wir einen hohen Druckabfall, also hier geht es runter, oder eine Druckveränderung. Druckveränderung, und der ist schon ein bisschen schlechter. Und das, ja, das ist praktisch der schlechteste. Und was passiert in diesem Bereich? Der vierte Zylinder macht gerade Intake. Und das wird wahrscheinlich auch das sein, dass das jetzt so die erste Ölkohle ist, wahrscheinlich, dafür müsste man jetzt wirklich das Saugrohr abbauen und gucken, ob man wirklich zu 100% sicher ist. Aber da ist der Druckabfall oder die Druckveränderung am geringsten. Ja? Ich sag mal, Zylinder 1 zieht richtig durch, Zylinder 2 zieht auch richtig durch, Zylinder 3 zieht auch richtig durch, Zylinder 4 eben nicht. Und deswegen ist der Puls in dem Augenblick natürlich nicht so tief. Vielleicht macht an der Stelle wirklich mal Nussstrahlen Sinn. Müsste man jetzt wirklich mal schauen. Der muss wohl mal eine neue Wasserpumpe bekommen haben. Dafür ist auch, glaube ich, mal das Saugrohr ausgebaut worden. Das weiß ich allerdings alles nicht genau. Ist alles Hörensagen. Und es kann natürlich sein, dass das jetzt wirklich Kohleablagerungen sind, die man jetzt da wirklich sehen kann. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Kraft des Ansaugens. Ja, also in der Zylinder wird etwas anders gefüllt. Ja, und das ist vielleicht das Bar, was wir entsprechend einen Kompressionsverlust haben. Ja. Wir machen jetzt aber Folgendes, wir machen jetzt wirklich mal Schluss und lassen das Ding jetzt hier völlig zusammengebaut drin stehen und werden ganz einfach mal morgen schauen, ob dann noch die Kette Geräusche macht. Und ich glaube, mehr können wir dann noch erstmal ohne großen Fehlefanz nicht mehr machen. Das Ding läuft ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie Aussätze hat, keine Leistung hat oder läuft wie ein Sack Nüsse. Deswegen sehen wir uns jetzt wirklich erst morgen wieder. Willkommen zurück. 12 Stunden sind um. Ich würde sagen, das Ding ist jetzt grundauf kalt. Und da das Fahrzeug jetzt gleich abgeholt wird, hören wir uns nochmal eben die Kette an und wir werden auch nochmal eben schnell den Fehlerspeicher abfragen. Ja. Gut, das heißt, ich stelle euch jetzt eben um. Erster Kaltstart nach 12 Stunden. Ich denke mir mal, gesagt hat er nichts, dass das Ding jetzt irgendwie Geräusche macht. Wir werden hören. Dann lassen wir ihn mal laufen. Ich habe nichts gehört. Auch nicht schlecht, ne? Und wenn man sich dann oftmals die 1,4er und die 1,2er so anhört. So, wir fahren jetzt nochmal eben Fehlerspeicher ab vom Motor. Das ist ja das, was wir noch machen sollten. Fehlerspeicher zeige ich euch. Ohne Fehlercodes. Also, auch in Ordnung. Das, was ich jetzt noch gemacht habe,
Steuerketten könnt ihr ja auch auslesen, mehr oder weniger. Es steht jetzt hier bei minus 2,9 Grad. Man sagt so, das ist zumindest mein Kenntnisstand, so bei minus 8, minus 7 geht die Lampe an. So, ihr seht, ne? Minus 2,9 Grad. Das ist jetzt das, was theoretisch die Nockenwelle hinterherlaufen würde. Und das ist auch absolut in Ordnung. Ja, ich glaube, mehr können wir jetzt wirklich nicht machen. Also wir können ihn da, glaube ich, mit ruhigem Gewissen wieder auf die Reise schicken. Und ich denke mir mal, vielleicht steht er ja kurz um mit 400.000 hier vor der Tür. Ich weiß es nicht. Letztendlich, ohne groß zerlegen, kann man doch sagen, dass der Motor recht gesund ist. Und ja, ich denke mir mal, er wird noch viel Spaß damit haben. Ja, letztendlich war es das auch in diesem Video. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.